Heute bei uns im Test das Asus Zenfone 4, vorgestellt im Rom unter dem Hashtag Claim, was auch immer, We Love Photo. Schauen wir doch mal, was die Dual Camera auf der Rückseite so im Bereich Fotografie bereithält. Auch wenn sich dieses Video primär auf die Kamera konzentrieren soll, ein paar einleitende Worte zum Asus Zenfone 4 können wahrscheinlich auch nicht schaden. Grundlegend ein 5,5 Zoll Full-HD-Display im klassischen 16:9 Format, also mit 400 ppi, eine ziemlich normale Pixeldichte für heutige High-End-Smartphones und auch eigentlich die gehobene Mittelklasse. Hat das ja auch seit ein, zwei Jahren drin, da also soweit erstmal nichts Besonderes. Ein Qualcomm Snapdragon 630 Prozessor mit 8 Kernen, 6 GB RAM, 64 GB internen Speicherplatz. Das soweit eigentlich alles ziemlich normal heute. Auch Wi-Fi A, B, G, N, A, C, also mit bis zu Gigabit-Geschwindigkeit im WLAN unterwegs. LTE, keine Frage, Bluetooth 5.0, das sogar ziemlich selten heute immer noch. Auch schön, dass es reingekommen ist. USB Type-C als Lader- und Datenanschluss, allerdings nur mit USB 2.0 als Geschwindigkeit. Da ging theoretisch ein bisschen mehr, aber ich glaube, in Smartphones stört das eigentlich gar nicht so sehr. Da ist mir USB Type-C als universeller Anschluss persönlich eigentlich schon ein bisschen wichtiger. Kopfhöreranschluss gibt es immer noch dediziert. Hat mich persönlich auch gefreut. Und damit soll es erstmal genug sein von den Spezifikationen. Was kann denn das Smartphone in der Praxis nun eigentlich? Asus setzt beim Zenfone 4 auf die hauseigene Zen-UI. Wenn man jetzt hier ein bisschen auf die Logos achtet über dem Hintergrundbild, merkt, wenn ich das Smartphone bewege, hat es einen leichten 3D-Effekt. Also die Logos bewegen sich über den Hintergrund hinweg, wird einfach über den Gyroskop-Sensor im Smartphone geregelt. Ganz netter Effekt, nicht zu aufdringlich, habe ich deswegen einfach mal aktiv gelassen. Wer sich übrigens an dem Design der Logos stört, das könnt ihr natürlich umstellen, indem ihr einfach einen anderen Skin auf dem Smartphone installiert. Ich habe auch ein bisschen durchprobiert und mich dann erstmal jetzt für den hier entschieden, um euch das zu zeigen. In Sachen Leistung, wie gesagt, Snapdragon 630 verbaut. Wir haben auch wieder etliche Benchmarks durchgeführt. Und wenn man sich den aktuellen Basemark 3.0 anschaut, 106 Punkte, das ist ziemlich gut eigentlich dafür. Und auch im AnTuTu Benchmark 67.000 Punkte. Also für ein gehobenes Mittelklasse-Smartphone und für ein Snapdragon 630 eine sehr ordentliche Punktzahl. Übrigens vorinstalliert aktuelles Android 7, also auch da kann man nicht meckern. Nun aber noch zur Kamera oder vielmehr zu den Kameras vom Asus Zenfone 4. Einmal habt ihr eine normale 12-Megapixel-Kamera und daneben noch eine 8-Megapixel-Weitwinkelkamera. Also nicht so eine Dual-Kamera-Lösung, wie wir sie zum Beispiel von Huawei kennen, womit man dann den Bokeh-Effekt schön berechnen kann, sondern hier eben in dem Fall zwei verschiedene Brennweiten, kennt man ja so zum Beispiel auch von LG. Ganz spannende Sache, gerade wenn ihr in Städten unterwegs seid, wie zum Beispiel bei der Vorstellung in Rom vom Asus Zenfone 4, dachte ich mir, schnappe ich mir mal das Smartphone und mache da ein paar Bilder und gucke einfach mal, was die Kameras beide so können. Die Hauptkamera mit 12 Megapixel macht wirklich gute Fotos, auch in etwas dunkleren Bereichen mit noch einem ordentlichen Rauschverhalten, das man da mit drin hat, guter Dynamikumfang. HDR-Modus, sofern er denn aktiv ist, auch sehr gut gelöst und schöne Fotos, damit auch nicht so ein übertriebenes Tone-Mapping-HDR, wie man es manchmal auch kennt, was dann wirklich so sehr überzeichnet und bunt aussieht. Einfach sehr natürlich und schön gemacht. Ein bisschen verbuggt meiner Ansicht nach ist noch die Kamera-App. Zum Beispiel habe ich den HDR-Modus im Pro-Modus aktiviert, wurde auch gesagt, er wäre aktiv. Gab im Bild keinen Unterschied, habe ich dann den Pro-Modus rausgenommen, hatte man dann auch wirklich HDR-Bilder. Aber es ist ja eine reine Software-Sache, von daher gehe ich mal aus, dass es spätestens mit dem nächsten oder übernächsten Update dann Geschichte sein sollte. Ein bisschen anders sieht es leider bei der Weitwinkelkamera aus mit ihren 8 Megapixeln. Gerade zum Bildrand hin oder sagen wir wirklich in den extremen Bildecken wird es dann doch sehr unscharf und man hat auch eine deutliche Verzeichnung. Das heißt, gerade Linien sind nicht gerade Linien. Also achtet vielleicht, wenn ihr mit der Kamera arbeitet, darauf, dass ihr oben am besten einfach nur den Himmel drin habt, dann sieht man es irgendwie nicht so. Aber wer Gebäude drin hat, Architekturaufnahmen damit irgendwie in der Stadt machen will, das sieht doch irgendwie alles ein bisschen sehr komisch aus am Bildrand und in den Bildecken wird es eben auch sehr unscharf. Ich tippe mal, dass das Smartphone oder die Kamera einfach am Rand stark abdunkeln würde. Deswegen muss es Asus nachträglich aufhellen, dann Rauschfilter drauflegen und deswegen sieht es einfach wirklich sehr unscharf in den Ecken aus. Und was mir auch aufgefallen ist, selbst bei Tageslicht rauscht die Kamera schon. Also wir hatten wirklich blendenden Sonnenschein in Rom und selbst da der Himmel, der strahlend blaue Himmel, hat schon so eine gewisse Körnung drin. Wie man das hinbekommt, weiß ich selber nicht. Also für
Relove Photo doch eine ziemlich schlechte Weitwinkelkamera hier leider drin. Und ich befürchte auch, dass man da in Sachen Software nicht mehr allzu viel beheben kann. Ist das Asus Zenfone 4 nun eine Empfehlung wert für immerhin 500 Euro? Aktuell natürlich eher noch bei der UVP als beim richtigen Marktpreis angekommen. Die Hauptkamera ist gut, die Sekundär- oder Weitwinkelkamera könnte definitiv besser sein. Dafür, dass der Fokus hier ganz klar auf Fotografie liegt, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Von der Leistung her alles schick, Gehäuseverarbeitungsqualität gut, aktuelles Android drauf, guter Prozessor drin. Da hat man soweit eigentlich nichts verkehrt gemacht beim Zenfone 4. Deswegen würde ich sagen, wenn der Marktpreis noch ein bisschen fällt, und wir alle wissen, das geht bei Smartphones für gewöhnlich wahnsinnig schnell, dann ist das Zenfone 4 durchaus eine Empfehlung, wenn denn die Kamera in der Art, wie sie hier drin ist, denn was für euch ist. Wenn ihr jetzt eher einen schönen Bokeh-Effekt haben wollt, würde ich wahrscheinlich eher zu Huawei gehen. Wenn ihr sagt, ihr wollt übrigens ein 2:1 Display drin haben, trotzdem eine Weitwinkelkamera, dann wahrscheinlich eher das LG G6. Aber wie gesagt, so für den Preis und das Paket, was man hier hat, ist es eigentlich ziemlich rund.